Nostalgie pur. 26 knallrote, rund 60 Jahre alte Porsche Diesel tuckern hier durch Aumenau auf ihrem Weg in das Lahn-Marmor-Museum in Villmar. Da werden Erinnerungen wach und Bilder aus der Jugend gehen den Älteren unter uns reihenweise durch den Kopf. Weißt du noch? Und ach, waren das Zeiten. Klaus Borsch, Vorsitzender der Region Frankfurt-Spessart vom Porsche Diesel Club Europa, hält all diese Erinnerungen wach mit einer kleinen regionalen Ausfahrt durch das schöne Lahntal. Wie gesagt, wir sind mit 26 Schlepper unterwegs. Wir haben Gäste aus Berlin, wir haben Leute aus Celle, wir haben sogar ein Ehepaar aus der Schweiz dabei. Wir sind also ein internationaler Verein. Wir machen hier einen technischen Halt, wie gesagt, zum Nachfüllen der Betriebsstoffe. Der Eintritt für das Museum ist bezahlt. Wer möchte, kann sich da umschauen, beraten lassen, Steine kaufen und so weiter, die Mädels, ne? Ja, natürlich. Ja. Auf deine Kosten. Ja, alles auf Kreditkarte. Und Marmorkuchen? Es gibt auch Marmorkuchen, ja. Um das vorwegzunehmen, Marmorkuchen gab es nicht. Aber kleine Frühstückshäppchen zur Stärkung und einen Begrüßungssekt. Hermann Hepp, Vorsitzender im Stiftungsvorstand des Lahn-Marmor-Museums, freute sich, so viele Gäste im Museum begrüßen zu können. Und begrüße Sie als alten Porsche-Fahrer. Oh! Sind also in einem landwirtschaftlichen Betrieb, gab es von dem Pferd direkt also den Übergang zum Porsche, 38er Porsche. Können Sie ja noch Mitglied werden? Und da können Sie mal noch Mitglied werden. Aber ich habe keinen Porsche mehr. Von daher, aber ich weiß, wie das Fahrzeug sich fährt und wie stark das war gegenüber den Pferdefuhrwerken. Von daher gesehen war das damalige schon ein Highlight, an 38er Porsche zu fahren. Gläser sorgt für Bewegung. Berührungslose felgenschonende Reifenmontage. Präzise lasergestützte 3D-Achsvermessung. Gläser stellt ihr Fahrzeug auf sichere Beine. Getreu unserem Motto, wir sorgen für Bewegung, stehe ich Ihnen mit meinem Team gerne zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Von daher gesehen war das damalige schon ein Highlight, an 38er Porsche zu fahren. Dieter Albus vom Porsche Diesel Club Europa hat sich diese besonders schöne Tour ausgedacht. Die Tour ist jetzt heute Morgen gestartet oben in Schadeck im Hotel Schaaf. Von da aus sind wir hier über Aumenau hier nach Villmar gekommen, fahren dann jetzt anschließend von hier nach Limburg in die Stadt rein, stellen uns da in der Fußgängerzone auf dem Europaplatz schön auf, machen dann da einen kleinen Stadtrundgang mit anschließendem Mittagessen im Meinhaus Schulde. Von da aus geht es dann heute Nachmittag weiter über Dietz zum Menzfelder Kopf, wo wir oben dann die schöne Aussicht hier über das Limburger Land genießen können und auch Kaffee trinken und Kuchen essen können. Und von da aus geht dann die letzte Etappe heute Abend wieder zurück über Dern nach Runkel hoch ins Hotel. Und wo kommen jetzt diese vielen Porsche-Dieselfahrer her? Aus der Schweiz, aus Kitzingen, Franken, Fulda, von der Mosel, aus Winningen, aus Düsseldorf natürlich, dürfen wir nicht vergessen. Ne? Und die Meier aus Berlin. Ja, es ist ein gewaltiges Einzugsgebiet. Deswegen heißt das ja auch Porsche Diesel Club Europa. Die Mitglieder kommen also aus ganz Europa. Und diese Regionalausfahrt, die wir jetzt hier bei uns haben, ist halt von unserer Region Frankfurt-Spessart organisiert. Und dieses ist nur eine kleine regionale Ausfahrt mit 26 Traktoren. Das kann aber auch schon einmal ausarten und dann eine Kolonne mit über 120 Porsche-Dieselfahrzeugen werden. Da ist dann natürlich auch die Polizei zur Sicherung der Strecke involviert. Aber was macht das Besondere der Porsche-Diesel-Gemeinschaft aus? Es macht viel Spaß. Man trifft immer nette Leute.
Und inzwischen sind wir so zusammengeschlossen, dass viele Freundschaften daraus geworden sind. Und die rote Farbe. Das rote Band der Sympathie rollt durch die Lande. Ach ja, nicht nur die Farbe. Und es geht auch darum, wenn ich das hier so sehe, man fühlt sich wohl, man ist in netter Gesellschaft. Der Porsche Diesel war zu seiner Zeit so etwas wie ein Volkstraktor. Ferdinand Porsche wurde schon 1937 von Adolf Hitler mit dem Bau beauftragt. Durch den Krieg kam es aber nur zum Bau von wenigen Versuchsfahrzeugen. Mitte der 50er bis 1963 sind die letzten gebaut worden. In der Summe 120.000 Stück wurden gefertigt. In Friedrichshafen am Bodensee. Und seinerzeit hat die Firma Porsche oder der Ferdinand Porsche mit der Firma Allgeier haben da zusammengearbeitet und haben 1951 den ersten Allgeier mit Porsche Dieselmotor auf den Markt gebracht. Und das war der AP17 bzw. zwei Jahre später der AP22. Und das waren damals die Renner. So, das war das, was die Landwirtschaft brauchte. Und vom Preis passte es seinerzeit auch. Und dann haben die noch Allgeier und Porsche bis 1955 weitergearbeitet zusammen, bis dann ab 1955 diese roten Porsche auf dem Markt waren. Das waren dann reine Porsche. Porsche hat luftgekühlte Motoren gebaut. Und alle, die wassergekühlten hatten, seinerzeit 1950 war das so, da konnten sie nicht in eine Tankstelle gehen, um Glyzantin oder Frostschutz holen. Und wenn sie es konnten, war es teuer. Da wurde noch, ich kann mich erinnern, das Wasser ist abends im Winter abgelassen und des Morgens kam Frisches drauf. Das brauchte man bei Porsche nicht. Das war Porsche und Dodge. Das waren damals die Renner. Mit den heutigen Fahrzeugen, mit der Motortechnik nicht mehr vergleichbar. Nach den Führungen im Lahn-Marmor-Museum und dem angeschlossenen Unikabruch hieß es dann wieder aufsitzen. Weiter ging es mit der nächsten Etappe der Wochenendtour durch das romantische Lahntal. Wir wünschen allen Beteiligten allzeit gute Fahrt.